Von der Firma Eligo habe ich dieses UNO R3 Starter Set erhalten. Gedacht ist dieses für Menschen, die in die faszinierende Welt der Mikrocontroller-Programmierung einsteigen möchten. Enthalten ist eine CD mit Beispielprogrammen und einem sehr ausführlichen Tutorial, denn ohne gute Dokumentation wäre all das eher früher als später nichts als Elektronikschrott. In der praktischen Transportbox sind alle benötigten Teile gut geordnet untergebracht. Darin befinden sich neben dem Mikrocontrollerboard viele Sensoren und Aktuatoren, die mit diesem angesteuert werden können. Eure Fantasie bildet die Grenze, wie all diese Teile miteinander verbunden und programmiert werden können. Auf dem Mikrocontrollerboard ist ein ATmega 328 verbaut, der auf einem Sockel steckt und somit bei Bedarf herausgenommen werden kann, um einzeln verwendet zu werden, aber das ist erst sinnvoll, wenn ihr dem Anfängerstadium entwachsen seid. Der 8-Bit-Prozessor besitzt nur wenig Ressourcen, aber ihr werdet staunen, was damit alles gemacht werden kann. Gerade für Anfänger gilt, weniger ist mehr. Auf einer Aufsteckplatine können Schaltkreise verlötet werden, für den Fall, dass ihr für ein bestimmtes Projekt eine dauerhafte Lösung benötigt. Um die in der Dokumentation angegebenen Beispiele nachvollziehen zu können, benötigt ihr aber keinen Lötkolben, denn diese können allen mit den beiliegenden Steckbrettern und Kabeln aufgebaut werden. Ja, CDs sind irgendwie nicht mehr so gebräuchlich, die Dokumentation auf einen USB-Stick zu packen wäre praxistauglicher, aber das Paket gibt's auch als Download von der Webseite des Herstellers. Wie bereits gesagt, ein derartiges Set ist immer nur so gut wie die beiliegende Dokumentation und die des Eligo Starter Sets ist sehr gut geschrieben, reichlich bebildert und in mehreren Sprachen erhältlich. Die Kapitel beginnen mit der Installation der Arduino-Software sowie der benötigten Bibliotheken. Und gehen dann zu den Beispielprogrammen über, die mit dem Set nachvollzogen werden können. Physical Computing beginnt klassischerweise mit einer blinkenden LED und das Starter-Set macht hier keine Ausnahme. Dabei wird nicht nur das Beispielprogramm besprochen und gezeigt, wie eine LED an den GPIO eines Mikrocontrollers anzuschließen ist, auch die Theorie hinter Widerständen, Pulsweitensignalen oder Farbenlehre wird angesprochen. Diese ausführlichen Beschreibungen ziehen sich durch sämtliche Kapitel hindurch, so dass Anfänger nicht nur stumpfsinnig Anleitungen befolgen, sondern wirklich verstehen können, was hier gemacht wird. Ich erspare mir an dieser Stelle daher Kommentare zu den einzelnen Schaltungen, sondern zeige in diesem Video nur, dass alles funktioniert, wenn man die Anleitungen befolgt. Selbstverständlich könnt ihr jedes der Beispielprogramme nach euren Ideen abändern, um so tiefer in die Materie einzutauchen. Ein großer Vorteil, Programmieren mit Mikrocontrollern zu erlernen, liegt darin, dass auch der Computer zum Schreiben und Kompilieren des Codes nicht leistungsstark sein muss. Ich verwende hier einen mehr als 10 Jahre alten Laptop.
Auch mit dieser altersschwachen Hardware sind alle Beispiele schnell kompiliert und zum Mikrocontroller hochgeladen. Als Betriebssystem verwende ich Linux Mint in Version 20.3, auf dem die aktuelle Arduino IDE problemlos läuft. Eventuell benötigte Bibliotheken sind in den Ordnern der Beispielprogramme als ZIP-Datei gespeichert. Wie diese einzubinden sind, ist ebenfalls in der Dokumentation beschrieben. Die Software passt hervorragend zur Hardware in dem UNO-Set. Würde man die Komponenten einzeln kaufen, gingen etliche Stunden mit dem Suchen der passenden Bibliotheken ins Land. Dieser Zeitaufwand und der eventuelle Frust, wenn man die passende Software nicht findet, bleibt einem mit dem Elego-Set erspart. Verkabeln, Beispielprogramm hochladen und schon kann man mit dem Experimentieren loslegen. Das macht nicht nur Anfängern Spaß, sondern regt auch Fortgeschrittene schnell dazu an, eigene Ideen umzusetzen und die Sensoren, Bildschirme und Aktuatoren miteinander zu verknüpfen. Selbst wenn man alle 33 Kapitel abgearbeitet hat, bedeutet das nicht, dass das Set anschließend in der Versenkung verschwindet. Man benötigt nicht allzu viel Fantasie, um Experimente aufzubauen, die nicht in der Dokumentation beschrieben sind. Weitere Infos sowie hochaufgelöste Fotos aller Teile des Elego Starter Sets rund um den UNO R3 gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget? Klickt mal rein! In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!